Liebe Zuschauer, wir würden Sie gerne mit auf eine kleine Probefahrt nehmen. Florian Söllner vom Anlegermagazin Der Aktionär und ich haben uns heute nämlich extra für Sie einen Jaguar I-Pace geliehen. Und ich würde sagen, wir drehen jetzt mal eine kleine Runde, Flo, und quatschen einfach mal ganz locker über das Thema Elektromobilität. Die gute Nachricht ist, er hat Standheizung, aber wir haben es noch nicht ausprobiert, weil er ganz frisch auf dem Parkplatz gerollt ist. Also wir frieren ein bisschen, deswegen schnell rein. Schnell ins Auto. So, tatsächlich so. Vorgeheizt. Schön. Vorgeheizt ein bisschen, Sitzheizung ist cool. Jetzt gucken wir mal, ob er anspringt. Du bist ihn auch noch nie gefahren, ne? Noch nie. Also tatsächlich ist es live. Der kam vor 10 Minuten an bei uns und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir zurechtkommen. Mal gucken, ob wir... Wie weit wir kommen. Also schick schaut es auf jeden Fall aus hier drin. Natürlich sehr ruhig, natürlich voll elektrisch. Das ist ja das Spannende in dem Auto. Sehr spannend und schnell von 0 auf 100 in 4,8 Sekunden. Das Auto muss ich noch selbst gucken, links und rechts. Er ist jetzt nicht voll autonom. Aber er hat autonome Komponenten? Er hat bestimmte Komponenten, soweit ich weiß. Aber er ist noch nicht auf Level 4, 5, wo wir uns zurücklehnen könnten. Er wird ja gebaut von Magna und Magna ist tatsächlich bei autonomen Fahren mit Level 4 und mehr dank Partner wie Intel schon echt weit. Mhm. Aber hier in dem Auto geht es, glaube ich, eher ums elektrische Fahren und den Spaß. Beschleunigung. Okay. Und das macht schon Spaß. Ja, das sieht ist schon, gut. Oh, sieht schon gut aus. Natürlich Vierradantrieb, Allrad, da kann wenig passieren, theoretisch. Ja. Wieder kann wenig passieren. Also er liegt satt auf der Straße, okay. Das kann ich schon mal bezeugen. Das stimmt. Also das Auto wird von Magna gebaut, hast du gerade gesagt. In Österreich, in Graz. Genau, also Jaguar gehört ja mittlerweile zu Jaguar Land Rover Limited, die wiederum zu Tata Motors gehören aus Indien. Magna ist ja eigentlich Autozulieferer, aber, schauen wir hier runter, aber man baut eben tatsächlich ganze Autos. Es ist untypisch für einen Automobilzulieferer und Magna ist hier sehr gut unterwegs, immer schneller. Und ein sehr, sehr breites Portfolio. Also nicht nur komplette Autos natürlich, so das ist so die Endstufe, aber es gibt auch vom Autositz bis hin zu. Genau, ganz klassische Komponenten, aber man ist auch wirklich stark. Ich hatte es gerade nur mal angerissen im Bereich Roboterautos. Mhm. Da hat man schon gute Kunden und ich denke, das ist so ein Top-Projekt einfach mit Jaguar. Jetzt läuft es auch langsam richtig gut an. Mhm. Im Oktober wurden von diesem I-Pace 1200 im Monat verkauft und man darf so spekulieren, dass es Richtung Jahresproduktion 25.000 Stück geht, wenn er denn gut ankommt. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, vom Design alleine von außen. Ja, ist ein schönes Auto, muss man sagen. Er ist auch nicht so groß wie ein Tesla, würde ich jetzt gefühlt sagen. Er hat viel Stauraum, was ja immer von Experten hervorgehoben wird, aber es sieht trotzdem dynamisch aus und nicht so breit gestreckt. Genau, ja. Genau. Genau, von welcher Preisklasse sprechen wir denn hier eigentlich? Wollen wir es mal mit Tesla ins Verhältnis setzen? Man bekommt ihn hier, glaube ich, ab 77, so rund unter 80.000 Euro bekommt man hier den Jaguar. Wie er hier steht, top ausgerüstet, schätze ich immer eher auf über 100.000. Mhm. Das ist noch teuer, wird aber sicherlich die nächsten Jahre abgesenkt. Weil natürlich Elektroautos noch ganz am Beginn sind. Letztes Jahr waren es rund 3 Millionen Elektroautos im Weltmarkt. Bis 2030 sollen es 125 Millionen Elektroautos schon weltweit sein. 2025 sollen pro Jahr 25 Millionen reine Elektroautos verkauft werden. Also es kommt jetzt richtig, richtig ins Rollen, das Ganze. Letztes Jahr oder dieses Jahr in den ersten 3 Quartalen hat sich ja der Absatz von Hybriden und Elektroautos um ungefähr 50% erhöht. Genau. Reine Strome sogar fast 80%. Genau. Also da jetzt wird es doch langsam sehr greifbar. Absolut. Die Umwälzung. Wir haben gerade den Preis gesehen, natürlich ist es noch teuer. Aber sobald die Preise nach unten kommen und VW beispielsweise will das hier angehen, hat jetzt gesagt, wir haben für 50 Millionen Autos uns auch Elektrobatterien gesichert. Mhm. Auch daher setzen wir gerne auf Elektrobatterienhersteller wie Samsung SDI. Ich bin ja nicht der ganz große Fan, jetzt Tesla-Aktie unbedingt haben zu müssen. Ja. Wir würden weiterhin auf Hersteller wie SDI setzen. Zum Jaguar I-Pace. Hier sind LG-Batterien verbaut, LG-Chem. Aber es wird jetzt auch bekannt, dass für die nächste Generation, für die nächsten Jaguar Elektroautos, da geht es richtig rum. Also richtig gute Beschleunigung. Und der eine oder andere Tesla fährt noch schneller, wie gesagt 4,8 Sekunden von 0 auf 100, aber das gut, würde das mir ist schon mal ausreichen. Das ist natürlich ein schönes Gimmick, eine schöne Spielerei, was man ein bisschen angeben kann. Genau. Aber in den seltensten Fällen kann man das ja wirklich ausreichen. Also würde mir auf dem Weg zur Arbeit reichen. So. Ja. Und genau, wir waren stehen geblieben und Jaguar hat aber angekündigt für die
Elektroautos, die kommen, es wird andere Modelle geben. Jetzt ja schon rund 10% aller verkauften Jaguars mit dem I-Pace ist schon rein elektrisch. Mhm. 2020 werden andere kommen und dann eben auch Samsung SDI-Batterien verbaut werden, wurde als Partner ins Boot geholt. Deswegen bleibt zum Beispiel Samsung SDI eine Aktie auf unserer Kaufliste, ganz klar. Ja, Stichwort Magna-Aktie. Ist zuletzt auch ein bisschen zurückgekommen. Also wie im Flieger, mindestens. Ja. Wir haben jetzt da so frisch ankommendes Auto auch noch nicht so unsere iPhones hier sozusagen eingegeben. Dann wäre es noch einfacher. Man kann natürlich auch per iPhone vorheizen, per iPhone das Laden dann überwachen, während man einen Kaffee trinkt beispielsweise. Wie fühlt es sich an, das Auto zu fahren? Also richtig gut. Natürlich ist es easy zu fahren, logisch, Automatik funktioniert sehr gut. Und man fühlt sich auch sicher, es liegt sehr satt, also richtig gut. Du kennst ja auch den Tesla, also das Model S, bist du ja auch schon gefahren. Du kannst dich jetzt nicht ganz so gut im Auto umschauen wie ich, aber ich finde jetzt so auf den ersten Blick, ist er doch schon noch ein bisschen besser verarbeitet. Die Einschätzung überlasse ich dir, da kennst du dich A besser aus. Meinst du? Nein, ich weiß nicht. Aber mir gibt es Ärger, wenn ich da den Tesla von meinem Freund und Kollegen madig machen würde, aber man hört schon Verarbeitung, man sieht es auch an den Spaltmaßen, ist Tesla sehr schnell in den Markt gekommen, was gut ist, aber da hat man vielleicht auch ein bisschen zu schnell produziert. Man hört in der Branche natürlich, dass auch die Autos mehr getestet werden. Die Jaguar I-Pace ist ein Beispiel dafür, der auch sehr lange getestet wurde. In Alaska bzw. in Finnland werden die oft getestet, in Wüsten, in kalten Regionen jahrelang und dadurch die Fertigungsqualität ist top. Magna baut den und es gab ja auch schon Gerüchte, hat uns an Kontakt uns im Aktionärmarkt gesteckt letztes Jahr, dass Tesla vielleicht darüber nachdenkt, für den europäischen Markt das Model 3 auch von Magna bauen zu lassen. Kam bisher nichts, wer weiß, vielleicht kommt das mal, aber es ist, zeigt, dass Magna wirklich Top-Qualität bauen kann. BMW Z4, wie gesagt, da und ich glaube auch, die Qualität ist schon richtig gut und ich weiß auch, dass die Qualität vom Tesla bisschen amerikanischer ist. Ja. Inwiefern kann ich denn überhaupt noch sagen, dass es ein Jaguar, wenn es doch eigentlich ein Magna ist? Ja gut, man könnte dann sagen, und Apple ist ja auch ein gutes Stichwort, dass ja Apple seine iPhones ja auch von Foxconn bauen lässt in Asien. Aber es ist ein Apple und das ist genau der Punkt, der mir vielleicht nochmal wichtig ist bei der ganzen Geschichte. Weil natürlich denken wir alle drüber nach und Tesla ist ein großes Thema. Wer setzt sich durch? Muss man die Tesla-Aktie jetzt kaufen? Weil sie ist natürlich extrem hoch bewertet. Was Tesla kann und baut, das kriegen alle hin. Zwar langsamer, aber es kommt. Also allein das Auto, was schnell jetzt im Markt schon ist, zeigt das. Und BMW, Daimler etc. werden richtig gute Elektroautos bauen. Und hier hat Tesla keinen Vorsprung. Auch beim selbstfahrenden Auto nicht. Da gibt es Studien, dass andere, nicht nur Google, aber auch große Hersteller wie GM auch eigentlich weiter sind bei Selbstfahrfunktionen. In der Forschung. Die trauen sich teilweise nicht so schnell in den Markt zu geben wie Tesla, aber sie können das alle. Also meine These ist, und das zum Thema Marke, am Ende entscheidet sich's über die Marke. Technologisch wird es wenig Unterschiede geben. Am Ende ist die Frage, wenn hier, dann auch mal die Frage an dich, jetzt nächstes Jahr vielleicht ein Jaguar stehen würde, alles gleich, und daneben steht der Tesla, alles gleich. Du weißt, du hast im Prinzip das gleiche Paket, nur eine andere Marke. Würdest du dann Aufpreis bezahlen für den Tesla? Nein. Ja. Oder ich stelle mir die Frage auch, warte ich vielleicht auf einen BMW, der dann vielleicht auch qualitativ besser verarbeitet ist? Oder kaufe ich mir einen Tesla, wo ich trotzdem das Risiko habe, vielleicht gibt es da doch noch mehr Pannen? Das wird die Entscheidung sein, wenn Tesla es schafft wie Apple, dass die Leute Aufpreis bezahlen. Ja. Weil wir wissen ja, wenn man sich die Funktionen anguckt bei Apple, das können Samsung etc. auch, aber Apple ist das Rundumpaket, fühlen sich die Leute wohl. Das wird im Prinzip das Ganze entscheiden. Also wer daran glaubt, dass Tesla die Marke wird, wo die Leute auch mehr bezahlen für ein Mercedes-Elektroauto künftig in 2-3 Jahren oder für ein Jaguar-Elektroauto, dann kann die Aktie vielleicht dennoch in diesen Wert hineinwachsen. Mhm. Wenn Tesla aber nicht wird wie Apple zu Huawei und Tesla dann übertrumpft im Markenwerk dann irgendwann mal Daimler und BMW, was ich nicht glaube, dann wird es schwierig, weil wir wissen, Tesla ist mittlerweile mehr wert als beispielsweise BMW, die in X-Fahrer seine Autos bauen. Also Elektro ist ein extrem spannender Markt. Ich habe es gerade erwähnt, wie viele neue Elektroautos kommen in den nächsten Jahren. Aber es kann durchaus sein, dass vielleicht zu viele in den Markt kommen, weil die Hersteller langsam aufwachen und dann dazu
bis in Überkapazitäten kommen, weil viele Hersteller verkaufen sie jetzt nicht unbedingt, weil sie Gewinne machen können damit, sondern weil sie müssen aus Abgasnormvorschriften und vielleicht das auch querfinanzieren mit noch profitableren Verbrennern, weil noch sind Elektroautos nicht so profitabel. Dann wird es ein schwieriger Markt zu investieren. Ich glaube, dann investieren lieber in Batteriehersteller. Genau, welche Rolle Norcom? Darüber wollten wir ein bisschen reden. Genau, Norcom ist auch so ein, ich habe hier, Norcom war so eine Aktie, die ist ja 1000% gestiegen, nachdem man eingestiegen ist als Norcom in das Testen von Autos, Big Data. Ja. Und jetzt haben wir ganz frisch nochmal gesprochen mit dem Forscher, nachdem es nach unten geht. Und er hat schon mal darauf hingewiesen, dass einige Hersteller, weil die deutschen Hersteller haben gerade Probleme, diese Skandale etc., tatsächlich auch ein bisschen Budgets kappen. Also da ist gerade operativ ein bisschen schwierig, ganz kurzfristig. Ist aber ein Papier, was man auf dem Niveau langsam wieder einsammeln kann. Gerade da wir so eine Gegenbewegung sehen und langfristig auf jeden Fall spannend bleibt. Also das ganze Mobilitätsthema wird langfristig, mittelfristig und langfristig sehr spannend sein. Das ist ja gerade erst der Anfang von ganz einschneidenden und nachhaltigen Veränderungen, die wir da sehen. Klar, der Elektromarkt, also der Markt für Elektroautos, ist groß genug für mehrere Hersteller. Das wird, ich meine, es gibt ja auch jetzt diverse Hersteller, die nebeneinander existieren können. Und da hat jeder mal ein bisschen die Nase vorn oder welche, die sich halt auf breiter Flur auch längerfristiger durchsetzen können. Aber ich denke, da werden wir vieles andere neben Tesla noch sehen. Wir von dem Seat überholt worden. Darf ich nochmal das Gas drücken? Ja, bitte. Oder kommen die Kreuzung? Schießen wir uns drüben aus. Was wir sind ja relaxed, man kann ja auch cruisen. Das ist ja auch mit Rekuperation, heißt das, glaube ich, sehr relaxed zu cruisen. Mit einem Fuß quasi, er bremst sozusagen automatisch, kann man einstellen, hat seine Vorteile, um die Batterie zu sparen, aber ist auch bequemer zu fahren. Ja. Wie inwiefern der Trend davon weggeht, dass jeder ein eigenes Auto hat, dass wir mehr also hin zu Mobilitätsplattformen gehen? Bitte. Okay. Das macht Spaß. Ja, das macht Spaß. Und man hört gar nichts, ne? Das ist doch perfekt zum Drehen, so ein Auto. Nur die Frauen kreischen. Ne? Schönes Auto. Und was ja, jetzt haben wir viel über das Elektroauto gesprochen und im Prinzip die Zukunft ist da. Hier fährt sie gerade und die nächsten, ich glaube gerade die nächsten Jahre 2020 und 2021 kommen von allen Herstellern 10-20% aus elektrisch. Das wird dann kein Zukunftsthema mehr sein. Aber jetzt gerade waren wir im Eigenkapitalforum, da haben wir auch nochmal diskutiert mit FACC, einem Zulieferer für die Luftfahrtbranche aus Österreich. Ja, auch sehr, sehr spannende Firma, die auch sehr interessante Zukunftsszenarien aufwirft. Das so mittelfristig ist da, steht so im Raum, dass wir autonome Flugtaxis benutzen werden. Genau. Mit längerfristig haben sie, glaube ich, Ideen von Überschallflugzeugen, die 8000 km/h fliegen und also nee, richtig, sehr spannend. Richtig spannendes Thema, weil ich glaube, jeder träumt als Junge schon davon. Elon Musk hat da, glaube ich, schon davon geträumt als Junge. Und ich als Pendler träume da, ich habe tatsächlich auch schon mal davon geträumt. Ich habe auch als kleiner Junge von geträumt. Ich habe tatsächlich als erwachsener Mensch mal geträumt, ich möchte jetzt gerne mal in die Arbeit fliegen, weil ich pendle. Ja. Aber, und wir hatten letztes Jahr schon mal geschrieben, weil wir die Drohnentechnologie verfolgen, die ganzen Sensoren, dass die kleinen Drohnen schon wirklich intelligent sind. Und genau, man weiß genau, wohin fliegen sie, sind hochpräzise. Es ist keine Gefahr mehr, dass sie kollidieren können punktgenau landen dank der Rotoren. Und da habe ich schon geschrieben, eigentlich ist das Flugtaxi. Es gab schon viele Konzepte mit Düsen dran oder verkleinerte Flugzeuge einfach. Und jetzt gibt es diesen chinesischen Hersteller, der letztes Jahr schon den Prototypen vorgestellt hat. FACC, der Zulieferer, kooperiert jetzt und entwickelt das voran in Richtung Serienreife. Ein richtig cooles Flugtaxi mit Rotoren. Und ich glaube tatsächlich, das ist die Zukunft. Wir sprechen ja schon immer über das fliegende Auto. Ich glaube, Science-Fiction-Filme gibt es seit 20, 30 Jahren oder länger. Ach, länger. Ich glaube, das kommt jetzt wirklich. Wenn die Batterien noch mal ein Stück leichter werden, wird das kommen. Die Intelligenz ist da, die Technologie ist da. Und da ist FACC ein spannender Wert, zumal auch übrigens die Luftfahrtindustrie sich in 20 Jahren noch mal verdoppeln wird, die Anzahl der Flieger, weil Fliegen einfach in diesem Boom ist. Ja. FACC auch... wie alle Werte so gerade so ein bisschen im Konsolidierungsmodus unterwegs. Aber weiß nicht, ob das man sich sofort heute gerade kaufen muss. Kann man, aber wer ein bisschen Geduld mitbringt, weil wir wissen, wir sind im Konsolidierungsmodus, du sagst es, aber das sind solche Zukunftsaktien, Langfristaktien. Und wenn, und ich glaube tatsächlich, genau die Technologie, auf die man jetzt setzt, wird beim Flugtaxi sich durchsetzen. Ob dann FACC in 10 Jahren vielleicht dann
relevante Umsätze daraus macht, ist eine Spekulation, weiß man nicht sicher, aber wer ein bisschen langen Atem mitbringen kann, immer drauf setzen. Aber ich denke, dass bei dieser ganzen Thematik ist das was nur für Leute mit einem langen Atem, die auch das stimmt. den einen oder anderen Misserfolg einstecken können. Und ich denke sogar, dass eben auch das, der Bereich Elektromobilität, dass für die ganze Autobranche wirklich mal so eine Konsolidierungsphase kommt, wie VW und BMW, die so viel investieren müssen. Die werden langfristig profitieren, weil das Elektroauto ist effizienter auch zu bauen am Ende. Mhm. Und das wird auf lange Sicht die Margen heben, aber ich glaube, es wären 2-3 schwierige Übergangsjahre, wo die Ergebnisse schlecht aussehen. Meinst du nur 2-3? Das wäre ja. Ich hoffe ja. Mhm. Und dann kann man vielleicht mal solche Weltmarktführer sozusagen auch in Elektromobilität künftiger wie BMW mal günstig einsammeln, wenn die nochmal weiter zurückkommen, was durchaus passieren kann. Ja. Das heißt, du siehst es nicht so, dass der deutsche Automarkt im Prinzip schon abgehängt ist, was ja auch nee, ich denke technologisch absolut nicht. Und natürlich hat man den First-Buber-Effekt Tesla überlassen. Da muss man tatsächlich nachholen. Aber Stand heute hat Tesla noch diesen Vorteil. Tesla hat ja ein richtig gutes Quartal gemacht, weil man fast Monopol noch hatte und hat, weil man sehr früh rein ist. Am Anfang mit Verlusten die Autos verkauft hat. Die Kunden hat es gefreut. Die Aktionäre lustigerweise auch, weil sie in Zukunft handeln. Aber ich glaube, es kommt irgendwann das Zeitfenster, wo Tesla richtig Konkurrenz bekommt. Und da muss man sehen, dann wird sich wie gesagt entscheiden, bezahlen die Leute gerne Aufpreis für Tesla oder nehmen sie dann doch lieber einen BMW oder einen Jaguar. Und man sieht es hier, dieser Jaguar ist wirklich ein gutes Auto. Und im Übrigen sind wir jetzt doch ein bisschen zügig gefahren. Wir haben immer noch 170 km/h Restreichweite. Das ist eine reelle Reichweite, die angezeigt wird und das Auto ist absolut alles. Wo könnten wir denn jetzt aufladen? Also wir könnten aufladen. Wir hatten die Ladepunkte uns gerade schon mal in der App angeguckt. Mhm. In Kulmbach gibt es hier schon Dutzende und das werden immer mehr. Mhm. Am Anfang hatte dieser iPass, glaube ich, noch ein Softwareproblem. Es ging nicht so schnell aufzuladen, vielleicht mit 50 kW. Der nette Mann von Jaguar, der uns den gerade gebracht hat, der hat gesagt, er hat gerade getankt. Schon bis 100 kW ist möglich, mit 80 kW gerade an der Tankstelle auch getankt. Wir werden es dann testen und ich glaube, Jaguar ist da technologisch auch durchaus weit. Tesla ist ja noch einen Schritt weiter, aber Ionity wird beispielsweise in Deutschland ja Ladestationen bis 350 aufbauen, also nochmal eine Verdopplung gegenüber Tesla die nächsten Jahre. Und spätestens dann ist auch dieser Vorteil dieser Ladestationen mit den Superchargern von Tesla nicht mehr so da. Also sprich, Tesla ist kurzfristig, auch die Aktie, relative Stärke, sieht gut aus. Eigentlich eine Aktie, die nicht im Fallen begriffen ist, was ich ja auch aktuell nicht shorten würde. Aber in 1-2 Jahren wird der Markt, glaube ich, nochmal richtig knifflig werden für Tesla. Was hältst du denn von Audis Elektrolimousine, dem e-tron? Ich finde ihn designtechnisch sehr schön auch. Der ist okay. Also die deutschen Hersteller trauen sich nicht so ans Limit zu gehen, habe ich das Gefühl, wie Tesla, um alles auszureizen. Mhm. Auch weil man wohl versucht, trotzdem ein bisschen Marge zu erzielen. Aber wer jetzt nicht unbedingt auf die Sekunde guckt bei der Beschleunigung, weil da ist Tesla wahrscheinlich tatsächlich noch ein bisschen vorne, wenn man sich das Topmodell für 140.000 Dollar kauft, dann ist es ein absolut schönes Elektroauto aus meiner Sicht. Und wie, ähnlich wie das hier und Mercedes EQ bringt ja auch gerade einen. Es sind richtig schöne Autos, die mittlerweile kommen. Wir wissen, mit BMW i3 war man ja auch führend, aber... Was ist denn da raus geworden? Warum hat man das nicht zu Ende gebracht? BMW investiere mich tatsächlich sehr, weil ich die Marke, die bayerische, auch ganz interessant finde, als Bayer ja auch. Und da ist einiges falsch gelaufen. Man hat tatsächlich sehr früh begonnen, das zu machen und hat sich dann verzettelt beim Design, ganz, ganz klar. Ich habe auch mal gesprochen mit dem Produktmanager von BMW. Mhm. Ich habe auch gefragt, sage ich, das Konzept von den i3 sah dann noch ganz schön aus. Wieso auch dieser Knick hinten, wenn er sagt, naja, im Prinzip, weil man dann die hinteren Passagiere mussten, können dann besser nach außen gucken, da wird dann so viel verschlimmbessert. Mhm. Und am Ende hat man sich es auch nicht getraut, zwischen dem super designten i8 im Sportwagen und dem i3 sozusagen ein i5 zu machen. Es lag schon in der Schublade und da hatte man nicht die Courage, das in den Markt zu geben. Klar, weil man nicht viel Geld damit verdient, aber es hätte man einfach den Aktionären, glaube ich, gut vermitteln können. Wir gehen hier in Kampf zu Tesla und bringen den früher, aber BMW braucht wirklich lange, auch wenn man das technologisch so gut lösen will auf der Plattform, dass man auf einer Plattform effizient alle Antriebs,
Varianten verbauen kann. Das braucht länger, während beispielsweise Mercedes und Volkswagen hier andere Wege gehen, komplett neue Struktur extra für Elektro machen. Und sie bringen, also was mich freut, sie bringen den Vierer wohl 2020, 2021 voll elektrisch. Das wird richtig ein Model 3 Killer. Aber es dauert eben noch 2 Jahre. Ja. Mhm. Und i3 ist einfach ein Designfehler in meinen Augen. Also ist einfach so. Also es, natürlich wird es so verkauft, ja, wir wollten hier ein Zeichen setzen etc. Und natürlich kann man, der wurde auf Carbon gebaut. Und es ist gar nicht die Absicht, ein Auto zu bauen, was sich sehr viel verkauft, weil es ist wohl so, dass in kleinen, wir haben ja auch mit Sandy Munro gesprochen, der den Tesla gerne zerlegt, derzeit bekannt geworden ist, der US-Autonomist, der mal als zerlegt, der hat damals erzählt, auf Carbon ist in kleinen Stückzahlen durchaus sinnvoll und effizient mit Carbon-Teilen, aber BMW hat vielleicht auch deswegen so ein Design gewählt, weil man nicht zu viele verkaufen wollte, was gar nicht profitabel gewesen wäre im großen Maßstab. Aber schade, ja. Aber es kommt, es verbessert sich. Sie lernen langsam dazu. Und 2020 sprechen wir uns hoffentlich mal einem BMW. Dann stellen sie da mal ein Model 3 dagegen. Aber natürlich hat auch das Model 3 jetzt Vorsprung. Auch wenn er jetzt nach Europa kommt, von Tesla. Ja, und zu Tesla zurückzukommen. Also bisher war er extrem wichtig für die Marke. Und dann natürlich, die Skandale haben sich gehäuft. Jetzt darf man nicht mehr so viel twittern. Das kann natürlich als Negative ausschlagen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so positiv ist bei Elon Musk besetzt. Ich denke mal schon unterm Strich noch positiv. Aber es ist nicht mehr so der Man of the Year, als der er gefeiert wurde. Aber klar ist Elon Musk eine Figur, der wir alle sehr dankbar sind, weil das Elektroauto wirklich, ich würde mal sagen, Sinn macht. Ich bin ein Freund des Elektroautos. Frage ist, macht Sinn? Dieser wiegt jetzt 2,2 Tonnen. Ich glaube, manche Teslas wiegen auch noch mehr. Macht es dann für jedes Fahrprofil Sinn oder sollten vielleicht doch ein bisschen weniger Batterien drin sein für Stadtverkehr? Man muss ja nicht so schnell fahren. Macht natürlich Spaß. Aber grundsätzlich, glaube ich, kommt es dahin, dass für sehr viele Menschen Elektromobilität Sinn machen wird. Ist einfach schön, man ist unabhängig, kann zu Hause tanken, ist nicht mehr so abhängig von der Ölpreisentwicklung, hat Vorteile. Und die Wertschöpfung bleibt hoffentlich, wenn sich Solar etc. weiter durchsetzt, dann auch zu großen Teilen im Land, wenn man den Strom produziert. Also langfristig setzt sich das durch. Ja, insofern die Autos dann auch günstiger werden, besser verfügbar, inwiefern die Qualität überzeugend ist. Ab 25.000 Dollar oder so jetzt 2021 schon dann den ID anbieten. Also VW geht da richtig in den Preiskampf auch, was natürlich für Tesla auch interessant wird, wie man sich dagegen wehren kann. Wie gesagt, VW hat sich angeblich für 50 Millionen Autos Batterien gesichert. Die brauchen ein bisschen länger, ist ja bei VW immer so gewesen, auch bei SUVs etc. war man nie so der Pionier. Aber wenn man es dann macht, hat man oft noch doch zu dem Markterfolg, weil viele Kunden, gerade bei einem Auto, wenn man so viel Geld ausgibt, ist man als Kunde ein bisschen konservativ, überlegt lange, vergleicht lange und kauft nicht unbedingt immer sofort das neue heiße Produkt. Ja. Wie es beim Apple iPhone vielleicht so war, das konnte sich jeder mal leisten für 1.000 Dollar. 100.000 Dollar Tesla, weil ist jetzt trotzdem noch das Nischenprodukt gewesen. Ja, zuletzt. Also manche machen ja aus dem Auto kaufen eine richtig gehende Wissenschaft. Aber ist aber so eine hohe Investition natürlich auch klar. Aber am Ende entscheidet schon, ich habe jetzt mal gesprochen mit Peter Schreier, dem weltbesten Designer hatten wir im Aktien-Interview. Und der hat auch gesagt, also das größte Kaufargument ist trotzdem das Design. Klar, also ich gebe es zu. Ja. Wir gucken ja auch gerne auf Zahlen an der Börse, aber ein Auto muss ein Design haben, was stimmig ist. Ja. Da, und muss auch ein bisschen Spaß machen. Auto ist nicht immer Vernunft. Oh, was ist denn hier? Das stimmt. Hier ist ein Tesla eines Kollegen. Auf jeden Fall ist die Ladestation ist stark in Anspruch hier auf unserem Firmenparkplatz. Aber er hat sich gut gehalten, die Batterie. Ich kenne ihn noch nach Hause heute zum Heimpendeln und zurück. Werde ich heute auch mal machen. Ja. Sicherlich wollten wir der ein oder andere Kollege noch eine kleine Probefahrt drehen. Stimmt. Wir halten auf jeden Fall fest, Elektromobilität, das ist eigentlich beschlossene Sache. Da kommt irgendwie keiner mehr. Und Jaguar hat einen guten Job gemacht. Jaguar und Magna. Magna in gewisser Weise. In Europa, in Österreich. Es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick auf die Zulieferer auch zu haben. Generell das ganze Thema autonomes Fahren auch mit einzubeziehen. Und alles, was da noch mit dranhängt, Deep Learning, künstliche Intelligenz, also das ist ja alles sehr verwoben mittlerweile. Viele Möglichkeiten, da würde ich im Zweifel ein bisschen auf die Zulieferer mehr setzen.
als auf einen Autohersteller. Die Hersteller selbst, glaube ich, machen sich die nächsten Jahre ein bisschen das Leben schwer. Da wird es Verteilungskämpfe geben. Ja. Aber ist ja auch in Ordnung. Ja. Konkurrenz belebt ja das Geschäft, ne? Absolut. Um mal wieder so eine ganz flache allgemeinen Platz zu zitieren. Den Autofahrer wird es freuen, glaube ich, ja, in den nächsten Jahren unbedingt. Ja, Flo, das war eine schöne kleine Fahrt. Wir sind ein ganz bisschen flau. Aber danke, dass du durchgehalten hast. Danke, dass du uns sicher nach Hause gebracht hast. Und danke den Kollegen, dass uns den Weg gewiesen hat. Und danke, dass Sie mit dabei waren, liebe Zuschauer. Und bis nächste Woche mit einem Flo Söllner-Interview, dann wahrscheinlich wieder ganz normal aus dem Studio, ne? Nee, bin ich im Urlaub. Ich brauche jetzt mal Urlaub nach dieser Fahrt. Bis bald. Ja, tschüss.